15.000 Abonnenten bei Next Move. Dafür wollen wir Dankeschön sagen. Etwas über ein Jahr alt ist unser Kanal nun. Ich nehme euch mit. Wir haben eine kleine Überraschung für euch. Ihr könnt was gewinnen. Lasst euch überraschen. Wir bedanken uns natürlich, wir sind happy, wir freuen uns. Wir haben uns wieder eine kleine Überraschung für euch ausgedacht, wie wir euch Danke sagen können. Ihr werdet euch sicher fragen, was treibe ich mich hier an einer Tankstelle rum? Hinter mir seht ihr das gelbe Logo, das kennt ihr sicher, da ist eine Preissäule auch. Und hier steht das Model 3. Ich tanke natürlich keinen Benzin oder Diesel. Ich tanke Strom, hier gibt es Ökostrom und ich bin auf dem Hockenheimring. Hier findet am 15. 16. Juni wieder das E4 Festival statt. Wir sind dabei mit unserem Next Move Day und gleich erfährst du, was du gewinnen kannst. Und gleich geht's weiter. So, bei mir ist der Alexander Nieland, einer der Geschäftsführer des E4 Festivals. Wir sind hier auf dem Meeting. Es geht auch um das Jahr 2019. Kurzes Fazit vom vergangenen Jahr und kurzer Ausblick. Genau, also kurzes Fazit. Letztes Jahr, 27. 28. Oktober, Ende Oktober, wir hatten eine großartige Veranstaltung. Wir haben es gerade eben auf unserer Besprechung ja gesagt, 4.500 Probefahrten. Wir hatten 8.000 Besucher und wir hatten begeisterte Menschen und schlechtes Wetter. Und deswegen Ausblick für nächstes Jahr, 15. 16. Juni. Wir rechnen deswegen allein wegen des Wetters. Es wird warm sein, es wird lange hell sein. Wir werden länger fahren können. Und deswegen rechnen wir mit doppelt so viel Besuchern und hoffentlich auch doppelt so viel Testfahrten. Und hoffentlich auch doppelt so viele Autos in der Boxengasse zum Probefahren. Das hoffen wir auch, dass wir natürlich hier entsprechend die Hersteller sich committen und sagen, wir stellen uns quasi diesem Wettbewerb in Anführungszeichen. Das heißt, wir zeigen, was wir können. Wir zeigen, was unsere Autos können. Wir sind gespannt. Genau. So, draußen ist schon dunkel, der Tag neigt sich dem Ende. Wieder spannende Begegnungen, spannende Gespräche. Der Veranstalter hat viele tolle Ideen, wie er das Event noch spannender machen kann, noch mehr Autos an den Start zu kriegen, mehr andere Hersteller, Ladeinfrastruktur, was für die Kids, was für die ganze Familie. Wir sind gespannt aufs E4 Festival 2019, aber jetzt zum angekündigten Gewinn. Es gibt was zu gewinnen und zwar kannst du dabei sein, nicht als Besucher, nicht als VIP-Gast, sondern als Mitglied im Next Move Team. Du kannst als Instruktor beide Tage mit im Next Move Team ein Elektrofahrzeug hier auf der Piste begleiten, Leuten oder den Besuchern das Auto näher bringen, wenn du noch kein E-Auto hast. Oder auch wenn du schon eins hast, sollst du gerne eins von uns bekommen. Und zwar am Montag vor dem Event geben wir dir das Auto deutschlandweit an einem unserer Standorte. Was wir für ein Auto nehmen, besprechen wir dann entsprechend kurzfristig, je nachdem, was du gerne möchtest und was wir verfügbar haben. Dann kannst du die ganze Woche das Auto testen, dass du es kennenlernst. Dann am Freitag hier nach Hockenheim anreisen. Unterkunft, Verpflegung übernehmen wir. Dann Samstag, Sonntag bist du Instruktor und je nachdem, wie weit du es nach Hause hast, Sonntagabend noch nach Hause, wenn wir noch ein bisschen Strom ins Auto reinkriegen zum Sonntag dann nach dem Event. Oder ansonsten Montag dann nach Hause. Auch beim Team wird es vermutlich wieder eine gestaffelte Abreise geben. Bewerbt euch per Kommentar hier unter dem Video. Schreibt, warum ihr Teil des Teams sein wollt. 15. 16. Juni in Hockenheim. Ich würde mich freuen, einige Leute dabei zu haben. Wir kriegen auch regelmäßig Initiativbewerbungen. Wer also Teil des Next Move Teams vielleicht mal werden möchte und überlegt, sich bei uns zu bewerben, das ist ein gutes Sprungbrett. Zwei Leute, die letztes Jahr hier dabei waren, sind inzwischen festangestellt bei Next Move. Grüße an euch beide. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und freue mich über viele Bewerbungen hier unter dem Video. Haltet uns die Treue und macht gerne noch ein bisschen Werbung für unseren Kanal. Bis zum nächsten Video. Tschüss.